poppen. Wie bitte? Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play Part und Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den Children's. Jo! So, mit dabei wieder Kill Bill und Mary. Oh, und weil wir so cool drauf sind, yo, 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 gehen wir jetzt in die Munddeuterhöhle, yo! In the Munddeuterhöhle, yes. This is the Tower of Munddeuter. Wow, 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 die Tür ist verschlossen. Mein Gott. Wow, diese Tür ist ebenso verschlossen. Wahnsinn. Die Tür ist verschlossen. Wow, oh mein Gott, das war so ein weiter Weg. Wir haben es nur bis hierher geschafft. Hier ist der Mana-Stein des Mondes. Er füllt den gesamten Wald in ewige Dunkelheit. Jo, ewige Dunkelheit, jo. Welche eine Knöpfe? What the power of the magic stone, man? Welch eine Kraft der Stein besitzt. Hey, apropos, wo ist dieser Todesnarr? Da steht ja apropos. Ja, es hat aber apropos gesprochen. Was? Naja, ja. Ah, Popos. 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 Propos. Mama ist auch weg, dann hast du Propos. Das sind bestimmt Prostituierte. Das sind die Propos. Ne, es sind Prostituierte Popos. Oh Mann. Wäre er hier, dann würde ich seine böse Präsenz spüren. Vielleicht ist er weggegangen. Die böse Präsenz. Sein Prügel. Seinen bösen Prügel würdest du spüren. Warte. So. Todesnarr. Todesnarr ist auch hinter dem Schwert her. Mein Gefühl sagt mir, dass das noch ziemlich unschön wird. Aber mega unschön, Alter. Er steckt hinten in dir. So. Nun, worauf warten wir? Ein Mana-Geist fehlt uns noch. Lasst uns nach Diore gehen. Okay. Diore. Diore. Diore oder Diore? Oh. Also, Diore klingt ein bisschen wie Diarrhoe. Diore. Wie König Richard schon sagte, dort sollte sich der letzte Mana-Geist befinden. Meint er. Jojo. Angeblich. Ich will probieren. Den letzten Mana-Stein. Ich will ihn probieren. Los geht's. Versuche den Klassenwechsel. Schließ die Augen und halt die Fresse. Jojo. Konzentrier dich stärker, Mary. Go for it, Mary. Go for it, Mary. 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 Runenjungfrau. Runenjungfrau. Wer? Valkyrie. Das ist besser. Ja, das eine macht, eine ist Hardcore, das eine macht dich mehr in böse Magie, die andere macht dich in gute Magie. Wer ist böse? Valkyrien sind meistens ein bisschen böser, oder? Warte, ich sag das gleich. Mary ist keine Jungfrau geworden. Warte, Mary ist was? Du bist Angela, ne? Nee. Nein. Wer bist du? Lisa. Ja, Lisa. Amazon Valkyrie. Wow, sie hat ihre Haarfarbe geändert und die Klamotten von... Ja, also Valkyrie ist gut. Und das andere ist böse. Verdammt! Seit wann sind, ach so, die eiserne Jungfrau sozusagen dann? Kann ich mich jetzt auch verwandeln? Kann ich schon Jungfrau sein? Ja, können jetzt alle verwandeln. Also du bist jetzt Valkyrie, ja? Oder was? Zaubern. Wenn nix könnte zaubern, Also Valkyrie ist dann quasi, machst du gute Zauber. Versuche den Klassenwechsel durchzuführen. Ich sollte mal wieder ein bisschen Kreide essen für die schöne Stimme. Schließ die Augen und konzentriere dich, Mann. Denk dabei an Rocky 2. Und dann konzentriere dich noch stärker. Ich spüre es in mir. Ich werde ein Ninja. Was? Nee. Warum? Wanderer oder Räuber? Wanderer oder Ninja? Waldler. Ninja ist böse und Wanderer ist gut. Ich werde der heilige Ninja. Ich versuche ein guter, böser Ninja zu werden. Boom. Headshot. Boom, oh ja, hast du es gesehen? Yeah. Aber der Mary ist jetzt gut, ne? Das heißt, die hat dann wieder die positive Magie. Pig verwandelt sich. Ich will aber negative Magie. In einen motherfucking Ninja. Yo. Nee, kannst leider nicht. Nur einmal. Mr. Kilby, please fall. Sonst finde ich aber Abi blöd, weil dann kann sie nur heilen dann später so ein Furzmann. Wo? Das heißt, wir brauchen gar keine Items mehr, wo wir eh schon genug Geld haben. So, bitte, Kilby, willst du dich nicht verwandeln? Ja schön, aber ich würde eigentlich Mary gerne mal wieder umverwandeln wollen. Das geht doch nicht. Na doch. Wie? Safestat neu laden. Oh nö, dann müssen wir wieder den Kampf machen. Ah, ich weiß schon. Na, sie kann sich nicht mehr umverwandeln. Ich bin so schwach. Das heißt, wir müssen noch 50 Level warten, bis es wieder weitergeht.
Und dann kannst du die, dann kannst du die Mischung von beiden machen, ja. So, Bitterkill. Kill. Du kannst ja dann später böse machen, dann passt du wenigstens ein bisschen gut und ein bisschen böser. Ja, das ist auch cool. Na, na dann. Los geht's, versuch den Klissenwichsel-Man. Aber die richtig krassen bösen Magie wirst du dann nicht haben. Schließ die Augen und konzentriere dich. Wir müssen für ihn in seiner Sprache sprechen. Kippi, du Augen schließen und konzentrieren musst. Auf jeden Fall, ich werde ihn tun. Gut, jetzt wähle Klasse mitgedacht. Gedacht meine ich, haha. Willst du Mensch oder willst du ein dicker Vögelmensch sein? Haha. Ja, also ich werde auf jeden Fall hier. Mensch. Schläger. Yes, er hat den Schläger gewählt. Einer muss ja mal böse hier machen. Ich bin auch böse. Nee, du bist gut. Ich bin der böse so. Ninja, hast du gesagt. Was hab ich gesagt, ja? Warte mal. Ninja ist, wo war's da? Ja, Ninja ist böse. Achso, du bist auch vom böse. Vom Ringer zum Schläger. Geil, mein nächstes wäre Hand Gottes gewesen. Die Hand Gottes. Los, meine Gatesman. Los. Aber weißt du, da hätte ich lieber Paladin. Ich kann so viel drücken, wie ich will. Es geht einfach nicht weiter. Hast du gehört? Jo. Da hätte ich lieber Paladin genommen. Zu spät. Die Hand Gottes ist ja ein Paladin. Die rechte und die linke Hand Gottes. Wow, ist er verschlossen. Oh, wir kriegen gerade Timeouts. Weißt du warum? Ja. Wirklich? Yep. Oh, oh ja, es ruckelt auch ganz gewaltig bei mir. Warum? Oh, oh nein! Oh, Internetverbindung ist auch ganz schlecht bei irgendjemandem. Bei Mary. Ja, man versteht ihn nur so ganz. Ja, Mary, was? Gut! Mary, bist du jetzt Kill B? Mary, du Kill B und du was? Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's. Ja, wir haben die Welt gerettet. Auch nimm mal an. Ja, das hab ich vor. Ey, warte mal, wenn die hier davor gespeichert haben, theoretisch. Ach komm. Dann machen wir. Wie lange müssen wir noch aufnehmen? Wir haben jetzt noch 8 Minuten knapp, der Part lang. Machst du kurz Pause, so Cut und dann können wir fix die Klassen wechseln. Weil dann würde ich doch lieber gut machen, wenn du schon böse bist. Und ich mach böse. Und sie macht komm böse. Komm schon. Los, wir machen's. Ja, okay, mach mal ich. Okay, also Leute, okay, wir sehen uns dann gleich mit anderen Klassen wieder. Macht's gut, bis dahin und gleich. Ja. Juhu. Warte mal. So, da sind wir schon wieder. Ich habe mich gerade wieder verwandelt in eine Mother of Ninja. In eine Motherfucker. Hä? ja. Jetzt ist natürlich die ultimative Verwandlung die von ultimative Lies. Verwandlung von Delis. AK Mary. AK verwandelt sich jetzt in was anderes. Ich bin mal gespannt, welche Haarfarbe ich dann habe. Soll ich's verraten? Dieselbe. Hey, nein. Ja. Spoiler hier nicht rum. Kronenjungfrau. Föhn. Wuhu. Föhn. Alles föhn. Wow. Nee, sind andere. Ja, stimmt. Du bist nicht so dunkel, ja. Ich verwandle mich. Mary verwandelt sich von einer Amazone in eine Runenjungfrau. Fällt mir besser so. Ja, auf jeden. Jetzt bin ich dran. Nein! Und ich mach einen auf guter Boy. Guter Junge. Good Boy. Ja, genau. Fein. Ja, guter Junge. Ja. Ein guter. Schließ die Augen, mein kleiner. Ja. Ich mache jetzt einen auf Mensch. Ich konzentriere mich erstmal. Konzentriere dich noch ein bisschen stärker. Wow, Killboy. Ich mache einen auf Ultramensch. The Monk. Ob du eine Glatze kriegst. Ja, genau. Boom. The Monkey D. Ruffy. Oh, keine Glatze. Ein roter Hut. Red Meister. Kibbel verwandelt sich von einem Ringer in einen Mönch. Wir haben alle rosa Haare oder so. Also ich bin ultra geil. Cool. Kann ich jetzt zaubern? Im Kampf vielleicht, keine Ahnung. Aber strange, auf jeden Fall bin ich jetzt auf über 300 HP, das finde ich toll. Ich weiß nicht, wann das passiert ist. Das ist schon Mondschein-Sichelwald. Spiel speichern. So. Cool, der Kampf ging jetzt sogar schneller, den wir vorher gemacht haben. Der jetzt aber nicht in der Aufnahme drin war. So, Leute, weg hier. Ja. Hier lang. Ja, weg. Lass mal unten rechts irgendwie gucken. Da muss irgendwie das Grab noch sein. Rechts oder unten links? Geben. Ey, irgendwo so rechts mal. Ey, legt ganz euch rechts. Nicht mit dem Ninja an. Jetzt kommen wir doch.
Ich weiß noch nicht, ob jetzt schon rechts oder noch weiter runter rechts. Zaubern. Nicht zaubern? Nö. Ja gut, dann sollen wir das gelernt haben, das Zaubern, ja? Jetzt gerade. Flieg. Also nicht links, ja, sondern rechts. Nee, nee, auf jeden Fall rechts. Ich weiß nicht, ob man ganz unten rechts. Also irgendwo ist auf jeden Fall das Grab von seinem. Zombie-Fuchs. Von seinem Hundi da. Das wäre cool, wenn wir den finden können noch, weil dann kommt nämlich eine kleine Substory. Eine Substory. Ja. Wow. Oh Gott. Aber erstmal. Erstmal wird hier abgefüllt. Ninja abgefüllt. Level up. Oh yeah. Boom, boom, boom. Headshot, boom. Headshot, boom. Kleines Grab von Karl. Ja, genau. Das müsste hier irgendwo sein. Na, sind glaube ich in der Nähe. Boom, 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 boom. Ey, ich nehm's hier voll allein mit diesem komischen Mönch, Mönch auf, ja. Eigentlich haben wir doch jetzt Zauber, oder? Nein. Nein. Doch. Wir haben, also Mary und ich haben schon nachgeguckt. Was? Wann? Während du in deiner Traumwelt warst. Ja, 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 ja. Oh, wir haben mehr, mehr. Oh, mal, what the fuck? Wir haben ja den will ich ausprobieren. Ich will ihn sehen. Nicht schlagen drücken, nichts schlagen. Ich will kaputt hauen. Guckst du weiter? Boom, boom, Headshot. Kaboom. Hat 61 gebracht. Mal 2. Auf jeden Fall gut. Hätte besser sein können. So, mal runtergehen. Hier, kleines Grab von Karl. Ja, irgendwo unten rechts. Wo? Ja. Nee, warte mal. Kleines Grab von Karl weg. Pflanze verschiebt. Aber es ist in der Nähe, glaube ich. Vielleicht kommen wir rein. Warum weiß ich nicht mehr, wo das war? Ey. Irgendwo war es hier unten vielleicht? Links dann hier? Weil hier konnte man ja theoretisch auch nicht hin. Wir werden das rausfinden. Geil. Geht so geil. Ja, vor allem brauchen wir nicht groß zielen, ja? Ja, vor allem, was ich komisch finde, wir kämpfen ja genauso und wir kriegen den Balken nicht so. Ja, weil ich immer zwei mit einem Angriff mache quasi. Also wenn der, so. Er macht immer zick, zack, also einmal links, einmal rechts und dann. Das ist mein Ninja-Vorteil, weißt du? Dafür bin ich nicht so stark, ich bin ja schwach. Wisst ihr, ich bin schon wieder fast tot. Ja, das ist so ultra krass, Mann, was du hier tust. Und puff. Warum hast du die Special Skills? Achso, wir müssen ja links dann. Quatsch, rechts müssen wir ja. Oh, Kiste. Gespensterauge. Ah, ich glaube, wir haben es. Ja, wir müssen zwei speichern. Wir haben das Grab gefunden. Ich glaube, wenn ich da hingehe und anquatsche, bei euch passiert glaube ich nichts. Das probieren wir aus. Ja. Do you wanna save? Mo, schein bald. Karls Grab. Karls Grab. Ja. Nichts passiert. Geh ich mal. Karl tot. Wie? Scheiße, bestimmt, weil wir zu früh hier waren. Quatsch, zu spät hier waren. Ich will wetten, wenn wir, jetzt können wir es nochmal ändern, aber ich weiß nochmal ganz genau. Ich glaube, wenn wir noch vor dem Todesnah, also vor dem Kampf dahin gegangen wären, wären noch eine kleine Story gekommen. Aber das kann mir ja das Special mal sagen, dann im Video oder so. Also, wenn er es dann sieht, ob das so auch gewesen wäre. Ich weiß nichts, was hier Gegner ist. Ich drück einfach Knopf, wie immer. Bum, 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 bum. War das deiner, ja? Nee, es war nicht meiner. So. Der hat es gerade an mir gemacht. Guck mal, ich komme ja nie voll. Immer wenn es kurz vor voll ist, dann tot. Alles tja, weg. Kill B. Das ist dein Problem. Ja, mein Problem. Du auch nichts eingeschmiert mit Popoöl. Haha. Ja, vielleicht liegt daran. Ich mich mehr wenn die Klinge durch Gegner und einfach durchschneidet, guckst du hier. Boom, boom. Weil sehe ich jetzt ganz anders aus, Mann. Da musst du erstmal dran gewöhnen. Ich auch. Ich verwechsel. Oh, jetzt hab ich. Oh, nee. Das war so sonnenklar. Jetzt, wo ich's hatte. Mach deinen Platt, Alter. Entschuldigung. Das war tatsächlich ohne Absicht. Aber hier, ich stell mich einfach an die Seite und mach nix. Dann müsste es ja bei euch voll werden. Ja, eigentlich. Dann verrecken wir. Ja, nee. Wir haben nur noch eine. Ja, ich kann hier nicht so gut auffüllen. Bum, bum. Bum, bum. Ein Bum, bum.
Yes, ja, hab ich. Und? Jetzt hab ich's. Boah, jetzt legst du auf, ey. Ich hätte jetzt eh Special gemacht. Oh, ich dachte jetzt schon. Tornado Wurf. Ja, das war mein Ultra-Move. Oh, der hat aber gut abgehangen. Boah, der ist gut abgehangen. Gut abgehangen. Aber ich dachte jetzt auch einen kurzen Moment, was war denn da los? Halt, ging's nach links weiter? Wieso? Nee. Nee, wie kommst du denn drauf? Hätte ja sein können. Jetzt ein Tornado. Er hat... Halt, nah, shit, nee. Nee. Der heiße Weiße. Ja, tun mal auf. Schokolade. Und dann sollten wir vielleicht mal einkaufen gehen. Eine gute Idee. Yep. Also ich würde auch sagen, wir machen ja aus dem Wald und dann haben wir es eigentlich geschafft, ne? Also wir sind jetzt mit dem Part quasi schon durch, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück ins Dorf. Ja, zumindest raus hier, ja. Genau. Also jetzt, aber Dorf, raus, ja. Jetzt aber raus, ja. Jetzt aber, jetzt reicht's hier, ne? Es ist langsam gut hier. Wow, fuck geil. Also irgendjemand stirbt hier ständig. Ja. Ja, wer? Ich. Bonbons bin halt nicht schwer. Süßes oder saures, entscheide ich mal. Vermüllen. Los, Mary, Special. Yeah, Himmelsspeer, bam, Alter. Wow, voll aufgespießt, ey, voll krass. Das ist voll geil, ey. Voll den Speer in den Rücken. So geil, Alter. Oh ja, ne? Verwendet sich und kriegt einen in die Fresse, ey. Das ist... Was macht denn der für Müll? Hat sich voll gelohnt. Oh, stopp! Da war was. Das wird uns bestimmt töten. Come on! Achso, das war ein Bonbon. Das wird uns töten. Das hat sich voll gelohnt. Das wird uns töten, das Bonbon. Es ist vergiftet. Oh, ach, mein Scheiße. Gott. Bei so vielen Gegnern, da riskiere ich es lieber nicht und heile mich doch nochmal. Kill Bill kann ruhig verrecken. Er sagt ja immer, wir stirbten jetzt schon wieder. Dann kann man mal sehen, wie das ist. Denkst du? Ja, denke ich. Ich bin unglaublich. Ach so, wir haben gerade auch gegenseitig auf uns eingeschlagen, ja? Ich hab's gerade mitgekriegt, ja. Oh nein, ich muss doch erstmal Mary heilen. Aber Kill Bill hat Special. Ja. Ich auch. Mach Double Special. Ja. Stromklingen, man. Boom. Ja, Alter, was war denn das? Aber du hast nicht. Doch, du hast auch getroffen. Voll. Doch, wir haben beide getroffen. Das war voll geil, ey. Voll der mega Roundhouse-Kick, ey. Da wird Chuck Norris selbst neidisch. Und mit dem Sperr-Move noch hinten drauf. Yeah. Das war schon echt unheimlich. Sperr-Move. Oh yeah. Boom. Check the boom. Gleich ist er tot, gleich ist er tot. Nee. Wir sind halt gleich im Dorf, das ist Quatsch. Huch. Warte, ich will mein Special. Nee. Okay. Was bist du, Special? Ich wollte mein Special ausmachen. Anmachen, wie auch immer. Du willst dich anmachen? Ja. Mach dich an, jetzt. Ich bin ein Nachtlicht, mach mich an. Mhm. Los, einen Schlag noch, ja. Tschub, bam, boom, bam, boom. Der Ninja Kickmeister. Den Ninja Cat. Ja, manchmal echt clever, ja, wenn man auch beim Schlagen trifft. Huch. Huch. Ein Bonbon erhalten. Ein Bonbon. Bonbon. Ach nö, ich will das Kibbeln nicht stören. Ich könnte schon sterben. Also vorher sterbt ihr noch beide zusammen. Ja, weil du immer weggehst von den Gegnern und nichts machst, ey. Nein, ich kill die ganze Zeit schon, weil ich bin genau neben dem, falls du ihn mitkriegst. Putsche. Ich hab bestimmt keinen Special Move, weil ich nur daneben stehe. Ja, ich denke, das lädt sich von allein bei dir auf. Ja, freilich. Hast du das nicht vorhin vorgelesen? Nee. Schade. Das lädt sich überhaupt nicht. Ich hab einen Zauber, wo ich das machen kann, dass ihr das unendlich... Yeah. So, schlafi. Ich mach's mal einkaufen. Nee, nix einkaufen, nee, wir gehen jetzt schlafen. Weißt du? Und speichern und können von mir aus das nächste Mal. Ja, einkaufen werden wir jetzt offscreen machen. Ja, mindestens. Du, guten Nacht. Schön schlafen. Schlafen gut. Ja. Du siehst immer noch aus wie so ein Goku. Ja, ändert sich wirklich. Elektrostock, Alter. So, Leute, sehen wir uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Secret of Mana 2, der deutsche Übersetzung von den G-Trans. Wir speichern jetzt noch und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt. Soll ich das? Ich kann das jetzt in einer Endlosschleife erzählen, weißt du ja?
Weil das kannst. Weil ich einfach so geil bin. Macht's gut, bis dahin und tschaußen. Tschüss. Jo. Dum diddle dum diddle do. Dum dubi 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 dip dip diddle die. Dum dubi 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 Udo Lindenberg war das oder so, ne? Ach ja, genau. Der Udo. Der Udo. Der kleine Udo. Tschüss. Alles klar. Der Udo. So, alles klar.